Hey YouTube, ich bin's Christian the Pilot und willkommen auf meinem Channel. Heute ist Montag. Das ist der absolute Lieblingstag von allen auf der ganzen Welt. Es ist aber heute ein wunderschöner Tag und ich war schon lange nicht mehr in der Luft. Und das will ich jetzt korrigieren. Ich bin auf dem Weg zum Flugplatz und habe vor, nach Dienstlaken zu fliegen. Wisst ihr, wo Dienstlaken ist? Das ist EDLD. Und vielleicht mache ich noch ein paar Runden über dem Rhein oder über dem Ruhrgebiet. Mal schauen. Ich habe meine beiden Kameras dabei und hoffentlich wird es ein schönes Flight-Video. Bevor ich aber da bin, wollte ich heute mit euch in eine Art Selbstdialog hier über die Pilotenlizenz, über den Flugschein sprechen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen oder die eine oder andere unter euch, die überlegen, sowas zu machen. Falls ja, dann hoffe ich, dass dieses Video hilft. Viel Spaß, klickt auf den Like- oder Dislike-Button, abonniert und wir sehen uns in der Luft. YouTube. An dieser Stelle leider ein Voiceover, weil meine Technik natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Ich bin der absolute Beginner als Videomacher. Aber okay, für diejenigen unter euch, die vielleicht überlegen, einen Flugschein zu machen, sind sich aber unsicher, wo man sowas macht oder welchen Flugschein sie machen sollen oder wie viel das kostet, habe ich folgende Tipps für euch. Als erstes würde ich empfehlen, dass ihr euch vielleicht einen Flugplatz sucht, der in der Nähe eures Wohnortes liegt. Das sind meistens sogenannte unkontrollierte Flugplätze, aber diese haben schon Flugschulen ansässig, die eine Reihe von Leistungen anbieten. Vielleicht sind es Schnupperflüge oder Ballonfahrten oder Fallschirmsprünge oder ähnliches. Man kann dort definitiv anrufen. Vielleicht einen Schnupperflug buchen, diese kosten in der Regel zwischen 60 und 80 Euro für eine halbe Stunde und man kann sich informieren über die Lizenzen, die diese Flugschulen anbieten. Ihr müsst wissen, es gibt verschiedene Lizenzen. Es gibt Lizenzen für zum Beispiel Ballonfahrer, für die Segelflieger oder für die Hubschrauberpiloten. Es gibt die PPL, die private Pilotenlizenz. Es gibt die SPL, die Sportpilotenlizenz, die habe ich. Das sind die Ultraleichtflieger. Es gibt die CPLs, die Commercial Pilots License für die Berufspiloten und wahrscheinlich auch 100.000 andere weitere Lizenzen. Ja, und das bringt mich zum zweiten Punkt. Ihr müsst nämlich dann entscheiden, welche Lizenz für euch die richtige ist. Wollt ihr Berufspilot werden oder wollt ihr die Fliegerei eher als Hobby betreiben? Denn an dieser Entscheidung hängen natürlich auch die Kosten, die auf euch zukommen, für den Erwerb der entsprechenden Lizenz. Ja, und last but not least, der letzte Punkt für dieses Video, und das ist die Dauer für den Erwerb des Flugscheins bzw. die Kosten. An dieser Stelle kann ich natürlich nur über den Erwerb der SPL sprechen, also der Sportpilotenlizenz. Das sind die Ultraleichtflieger.
Diese Lizenz erlaubt es mir, ein maximales Startgewicht von 472,5 Kilo zu haben. Dieses Gewicht darf ich beim Start nicht überschreiten. Ja, und wie lange dauert sowas? Ihr braucht für diese Lizenz 80 Theoriestunden und 30 Praxisstunden. Ich würde mal spekulieren, wenn ihr jeden Tag nichts anderes macht als lernen und fliegen und wenn die Bedingungen optimal und ideal sind, kann man sowas in 6 Monaten schaffen. Bei mir war es so, dass ich im Herbst anfing und habe circa 1 Jahr gebraucht. Vielleicht waren es auch 1 Jahr und 2 Monate. Ja, und die Kosten? Ihr müsst schon für alles zusammen, das beinhaltet die ärztliche Untersuchung, das sogenannte Medical, Landegebühren, vielleicht auch Navigationsbesteck oder die ICAO-Karte, zwischen 5.000 und 6.000 Euro rechnen. Ich glaube, die Kosten für eine PPL sind auch noch ein bisschen höher. Ich glaube, diese liegen zwischen vielleicht 8.000 und 9.000 Euro. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Vielleicht weiß es einer von euch. Falls ja, schreibt es mir in den Kommentaren. Ich glaube, das ist alles für dieses Video. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Klickt den Like- oder Dislike-Button. Und viel Spaß. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns in der Luft.